Wie sollte eigentlich Zeitmanagement für dich als Geschäftsführer, optimales Zeitmanagement sogar, wie sollte das aussehen, wie soll das ablaufen? Das werde ich im Video erklären. Viel Spaß dabei. In diesem Video möchte ich dir einmal erklären, wie du als Geschäftsführer von einem Handwerksbetrieb oder einer Fachfirma es schaffst, deine Zeit möglichst effizient einzuteilen. Und wir fangen jetzt erstmal mit einem ganz grundlegenden Thema an. Das kennst du wahrscheinlich auch, das ist der Eisenhower-Quadrant. Kennen die meisten nur in Konsequenz, oder es gibt noch eine Konsequenz davon, die im Endeffekt viele jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Der Eisenhower-Quadrant, ich zeige es mal kurz für die, auf die es nicht kennen, ist ungefähr so hier. Man hat eine Achse hier und man hat eine Achse hier. Diese Achse hier ist die Wichtigkeit. Was würde ich hier sagen? Wichtigkeit. Und hier sind quasi Sachen, die nicht wichtig sind. Und hier sind Sachen, die wichtig sind. So vom Grundsatz her, also in diesen Quadranten. So. Dann hat man hier Dringlichkeit. Drüber schreiben Dringlichkeit. Und hier haben wir Sachen, die dringend sind. Und hier haben wir Sachen, die nicht dringend sind. So. Hier ist erstmal für dich natürlich das erste Thema. Du musst diese Aufgaben irgendwo mental zumindest mal einteilen. Das heißt, du musst beurteilen, okay, was ist jetzt wirklich eine dringende Aufgabe? Was ist jetzt wirklich eine wichtige Aufgabe? Bedeutet, was kann zum Beispiel dringend sein? Dringend kann bedeuten, ich habe einen Kunden, der steht direkt draußen und der muss bearbeitet werden. Das ist natürlich dringend. So, ist das jetzt wichtig? Kommt auf den Kontext an. Wenn es um einen einzelnen Kunden geht, du hast am Tag 1000 Kunden, dann ist es vielleicht nicht mega wichtig. Natürlich trotzdem, damit der Kunde gut über dich redet, ist es wichtig, keine Frage. Die Frage ist immer, was definierst du als Wichtigkeit? Also ich persönlich definiere für mich als Wichtigkeit, dass es eine Aufgabe ist, die einen langfristigen Hebel aufs Unternehmen hat. Und es hätte jetzt den Kunden zu bedienen nicht. Bedeutet, für mich wäre das jetzt, und du merkst schon, das ist ein bisschen subjektiv auch, für mich wäre es jetzt eine Aufgabe, die zum einen sehr dringend ist, aber jetzt nicht besonders wichtig ist, zumindest für das Gesamtwachstum des Unternehmens im Ganzen gesehen. Natürlich kann es auch nicht sein, dass der Kunde jetzt stehen gelassen wird, weil es nicht wichtig ist. Ne? Das ist logisch, aber trotzdem bearbeitet, muss auch trotzdem erledigt werden. Ne? Ich meine damit nur, dass du für dich schon mal anfängst, da mental auch eine Unterteilung zu treffen. Was ist denn eigentlich wichtig bei dir? Was sind Aufgaben, wo du großen Wert drauf legst? Einfaches Beispiel, wenn du gerade festgestellt hast, du musst irgendwie in 3 Monaten in die Reha und musst da 2 Monate bleiben, dann ist für dich das Allerwichtigste jetzt erstmal, Strukturen zu schaffen, damit du auch da rauskommst, ohne dass der Betrieb dir um die Ohren fliegt. Das heißt, alles, was in die Richtung geht, ist extrem wichtig. Und übrigens auch dringender. Na, weil das muss ja schnell passieren. Also, du merkst schon, es ist jetzt nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, dass für jeden die Aufgabe gleich geordnet. Jemand anders, der gerade merkt, okay, ich habe gerade ein Riesenproblem, wenn meine Kunden alle unzufrieden sind, ne? Der sollte eher Wert darauf legen, dass halt jede Aufgabe, die Richtung Kundenzufriedenheit geht, für ihn gerade extrem wichtig ist. Also die Wichtigkeit bestimmt sich anhand der Ziele, die man hat. So, wie geht man jetzt generell damit um, wenn man das einmal für sich bestimmt hat? Gut, dringend und nicht dringend übrigens ist relativ logisch. Ne? Also dringend, das soll innerhalb von kurzer Zeit erledigt werden, nicht dringend, das kann auch morgen, übermorgen, in der Woche passieren. Auch da kann man theoretisch für sich definieren, was ist jetzt schnell. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Bank bin oder eine staatliche Institution bin, ist für mich dringend vielleicht innerhalb von einer Woche. Wenn ich ein Unternehmen bin jetzt, was in der Privatwirtschaft ist, dann ist dringend für mich vielleicht innerhalb von 2 Stunden. Das ist immer die Frage, wo man gerade auch ist, logischerweise. Aber hier ist die Aufgabe sofort. Oder die Conclusion sofort und selbst. Weil dann geht es am schnellsten, wenn du es selbst machst. So ist es leider einfach nach wie vor. Es geht am schnellsten, wenn du es dann selbst machst und dann machst du es halt sofort. Dann liest du es fix, dann sieht das Thema durch. Wenn es wichtig, aber nicht dringend ist, dann kannst du es einplanen. Ne? Hier ist die Empfehlung, jetzt sage ich mal, einen Plan aufzustellen. Das Ganze ist natürlich, wenn ich nicht gesagt habe, Eisenhower Quadrant. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, das hat sich jemand anders vor vielen Jahren schon ausgedacht. Ein sehr schlauer Typ. Und danach arbeiten viele Unternehmen, damit arbeiten auch viele Berater. Nur wie gesagt, in der Konsequenz verstehen viele gar nicht, was heißt eigentlich wichtig, was erst dringend. Und dann komme ich noch zu einem anderen Punkt gleich, den man auch noch berücksichtigen sollte. So, also hier wird ein Plan gemacht, der wird einfach umgesetzt. Also es soll dann zeitnah gemacht werden irgendwann, aber es hat jetzt ein bisschen Zeit. Ne? Aber es muss gemacht werden auf jeden Fall. Die Sachen kann man eigentlich komplett rausstreichen. Was nicht dringend ist und nicht wichtig ist, brauchst du eigentlich im Betrieb nicht. Wenn es dann irgendwann mal dringend wird, gut, kann man es wieder aufnehmen. Ne? Aber wenn es nicht wichtig und nicht dringend ist, kannst du es rausnehmen. So, nicht wichtig, wie gesagt, immer bezogen aufs Ziel. Und dringend kann zum Beispiel sein, ich muss die Umsatzsteuer abgeben. Natürlich muss ich das machen und es ist auch essentiell, dass ich es mache, aber es ist für meine Zielerreichung nicht wichtig. Das heißt, solche Dinge delegiert man normalerweise. Hier kann man vielleicht noch sagen, Dringlichkeit kann sich anhand einer, wenn es terminiert ist, Terminierung. Ne? Also wenn die Sache terminiert ist, muss man den Zeitraum selber bestimmen, dann ist es meistens schon irgendwo dringend. Wenn es natürlich in 3 Monaten terminiert ist, dann vielleicht nicht. Ne? Aber vom Grundsatz her, wenn ich jetzt was habe, wo ich sage, okay, da weiß ich nicht genau, wann es fertig sein soll, dann ist es schon mal generell nicht dringend. Kann man sich schon generell mal merken. Ne? Okay, also diese Sachen delegiert man, die erledigt man sofort selbst. Und hier sollte man einen Plan machen. Und dann im besten Fall natürlich auch irgendwo abgeben. Und diese Sachen kann man echt komplett streichen. So, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich weiß, da existieren auch andere Empfehlungen, andere Ratgeber. Aber ich kann jetzt so sagen, aus der Privatwirtschaft funktioniert diese Vorgehensweise da ganz gut. Dass man sagt, okay, die Dinge, die nicht wichtig und nicht dringend sind, brauche ich auch im Betrieb nicht. Vielleicht mal irgendjemand eine Idee gehabt, aber es eigentlich gar nicht wichtig und nicht dringend, kann es weg. Sachen, die jetzt nicht wichtig für meine Zielerreichung sind, aber trotzdem irgendwie dringend sind, wie zum Beispiel Umsatzsteuer pünktlich abgeben,
Sache, die gebe ich ab, die delegiere ich. Ne? Und Dinge, die wirklich wichtig sind und wirklich dringend sind, weil die bringen mir Wachstum das meiste, die mache ich halt sofort selbst. Und Sachen, die wichtig und nicht dringend sind, da mache ich einen Plan für. So, welcher Aspekt kommt jetzt noch dazu? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich die Unterteilung deiner Aufgaben nochmal zusätzlich in drei Bereiche. Jetzt hast du übrigens schon mal die Klassifizierung, in welcher Reihenfolge du die Aufgaben abarbeitest, wenn du das so genau machst. Ne? Und jetzt kommt die Klassifizierung. Jetzt haben wir hier nämlich nochmal drei Sorten von Aufgaben. Das eine sind Unternehmeraufgaben. Das zweite sind Fachkraftaufgaben. Das dritte sind Helferaufgaben. Und da gibt es auch ganz klare Definitionen für, also jetzt so von unserer Seite zumindest ganz klare Definitionen, was das ist. Ich mache es mal so. Unternehmeraufgabe ist eine Aufgabe, die ein Wachstum bringt. Ne? Ganz wichtig. Fachkraftaufgabe ist eine Aufgabe, wofür man eine Qualifizierung braucht. Und Qualifizierung ist jetzt wieder ein bisschen ist ein dehnbarer Begriff. Was heißt das? Natürlich, wenn ich jetzt eine PV-Anlage anschließen soll, dann muss ich Elektromeister sein oder zumindest mal Elektriker sein, je nachdem. Dann muss ich auf jeden Fall eine Qualifizierung haben, nämlich muss eine Ausbildung haben. Also für alles, wo ich eine Ausbildung brauche, wo ich ein Studium für brauche, wo ich irgendwas in der Form für brauche, zählt es auf jeden Fall als Qualifizierung. Es kann aber auch eine Qualifizierung sein, wenn ich was länger machen muss über einen längeren Zeitraum. Also entweder, ich sag mal, Abschluss oder lange Erfahrung. Und jetzt kommt ein Aspekt auf, den viele auch nicht bedenken. Aber es ist so, dass lange Erfahrung auch kurze Erfahrung werden kann, wenn ich eine bessere Struktur schaffe. Einfaches Beispiel, wenn ich Leuten sage, du machst jetzt Personalgespräche, also Vorgespräche mit den Interessenten zum Beispiel. Dann kann ich sagen, gut, der muss jetzt erstmal, keine Ahnung, sich 2 Jahre im Personalwesen aufgehalten haben, mit diversen Leuten zu tun gehabt haben, der das machen kann. Oder ich gebe ihm einfach ein perfektes Skript an die Hand mit einer guten Checkliste, wo er selber schon plus minus ein paar Prozent gut aussieben kann, welche Leute passen können, welche nicht passen können. Also diese lange Erfahrung kann man ganz, ganz oft mit einer guten Schulung auch loswerden. Und übrigens, Abschluss ist wirklich im rechtlichen Sinne. Also wenn er rechtlich einen Abschluss dafür braucht oder es wirklich fachlich so komplex ist, also wirklich sehr, sehr komplex ist, wenn er einen Abschluss dafür braucht, dann ist es in Ordnung. Aber nur als einfaches Beispiel, wenn es darum geht, einen Fertigbaukasten von den Terrassen drauf zu bauen, klar kann ich da einen Monteur hinstellen, der ausgebildete Monteur ist. Ich kann aber auch einen Laien hinstellen, den Monteur die letzte Arbeit machen lassen. Und hier wird es interessant, weil ich kann jede Aufgabe, beispielsweise Montage eines Terrassendachs, kann ich wieder teilen in diese Bereiche. Welche Aufgabe dafür macht der Unternehmer? Am besten Fall gar keine. Welche muss die Fachkraft machen? Die Endabnahme, das Nachjustieren. Und was kann der Helfer machen? Hier wird es interessant. Helferaufgaben sind alles Aufgaben, die ich mit einer guten Schulung und Wille erledigen kann. Wenn ich also gut geschult werde und grundsätzlich will und es dann machen kann, dann ist es eine sogenannte Helferaufgabe. Das soll jetzt auch nicht die Aufgaben degradieren, darum geht es gar nicht. Es geht nur einfach darum, dass es jeder erstmal machen kann. Und eine gute Schulung hängt jetzt davon ab, wie ich natürlich in der Firma aufgestellt bin, wie ich selber meine Schulungsmaterialien da bilde, wie detailliert ich da auch arbeite. Und hier geht es jetzt um Folgendes für dich als Unternehmer, weil die Aufgabe oder das Ziel des Videos ist ja zu verstehen, wie du deine Zeit einteilst. Unternehmeraufgaben, egal in welcher Größe du gerade bist, jeden Tag mindestens 30 Minuten. Also Aufgaben, die einen Hebel haben. Ich mache mal ein paar Beispiele. Eine Aufgabe, die einen Hebel hat, ist zum Beispiel gute Skripte für den Vertrieb erstellen. Eine Aufgabe, die keinen Hebel hat, ist selber ein Gespräch führen mit einem Kunden. Warum hat das keinen Hebel? Weil wenn das Unternehmen 10-mal größer ist, ist immer noch ein Gespräch von einem Kunden. Das ist nicht mehr Geld geworden dadurch oder mehr Ergebnis geworden, das ist immer noch ein Gespräch. Wenn du aber die Skripte erstellst, dann hast du ein paar Vertriebler und jetzt wird das Unternehmen 10-mal größer, dann hast du 10-mal mehr Ergebnis durch diese Skripte. Ne? Also ganz wichtig, wenn die Aufgabe skalierbar ist, vielleicht auch ein anderes Beispiel, eine Struktur für die Bullies zu schaffen, wie die eingeräumt sind, das ist definitiv eine Unternehmeraufgabe. Ne? Wenn die Struktur gut ist, dann können da die nächsten 10 Jahre deine Leute effektiv mitarbeiten. Den Bulli selber einzuräumen, ist definitiv keine Unternehmeraufgabe und eigentlich auch keine Fachkraftaufgabe. Das ist eher eine Helferaufgabe. Mit einer guten Schulung und dem Willen kriege ich das auf jeden Fall hin. Und wenn du jetzt anfängst, deine Aufgaben mal am Tag zu beobachten und in diese Kategorien zu teilen, was mache ich da eigentlich? Ne? Also du hast die Klassifizierung schon mit dringend und nicht dringend und wichtig und nicht wichtig, was du überhaupt mal machen solltest und in welcher Reihenfolge. Und jetzt kannst du hierüber noch gucken, was soll ich überhaupt mittelfristig machen? Wirst du feststellen, dass dein Zeitmanagement plötzlich viel besser wird, weil du ganz viele Aufgaben, wo du aktuell denkst, die muss ich machen, abgeben kannst, vielleicht auch komplett streichst, delegierst, ne? Und ganz viele Aufgaben, wo du gerade sagst, okay, ich bin jetzt auch die Fachkraft, die vielleicht auch jemand suchst, der das machen kann. Und das Ziel sollte mittelfristig immer sein, auf der höchsten Schaffungsebene zu arbeiten. Also, dass du alles, was du tust, einen möglichst hohen Stundenlohn hat. Unternehmeraufgaben haben einen schwer messbaren Stundenlohn, der ist im Grunde ja, exponentiell irgendwo. Je größer das Unternehmen, desto krasser wird es halt, logisch. Während Fachkraftaufgaben und Helferaufgaben haben einen sehr klar messbaren Stundenlohn. Dein Ziel soll es, wie gesagt, sein, möglichst viele Unternehmeraufgaben zu machen. Natürlich, wenn du zweimal im Betrieb ist es nicht möglich, ist auch klar. Und als Fachkraft, wenn du Fachkraftaufgaben machst, einen möglichst hohen Stundenlohn immer zu haben, heißt nicht, dass den Kunden viel mehr berechnen sollst, hat einfach nur, dass die Aufgaben, die du machst, möglichst wertvoll sein sollen für das Unternehmen. Und dann möglichst gut abrechenbar sein soll. Daran kann der Stundenlohn noch messen. So, es waren jetzt relativ viele Dinge, ist mir bewusst. Schau dir gerne ein zweites und noch ein drittes Mal an. Du hast im Grunde diese beiden Themen. Das erste vielleicht nochmal zusammengefasst. Das erste ist,
welche Reihenfolge. Und auch da wirst du schon einige Aufgaben komplett streichen. Und das zweite ist langfristig, welche Aufgaben. Und hinterfrag dich ja wirklich mal kritisch. Hinterfrag wirklich mal kritisch, könnte es jemand anders machen, wenn ich es ihm gut erkläre. Dann wirst du feststellen, dass ganz viele Dinge, die du gerade machst, du eigentlich gar nicht machen müsstest und strukturiert jemand anderen geben könntest, wenn du das willst. Ja? Ja, wenn das Ganze gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du Themen hast, wo du sagst, hey, es interessiert dich vielleicht dazu, noch gerne einen Kommentar drunter da lassen. Ansonsten lass ein Abo da auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.